Leute, wie geht's euch heute? Ich bin's wieder, Rolle Mingmar zu mir. Scheiße, Scheiße, Alter. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, was sie so auf dem Kasten hat. So. Also, das ist die erste Festung, also sozusagen die Debütfestung, müsste man schon sagen. Mal gucken, was das hier für eine Festung ist. Als Oberherren haben wir einen Quäler. Feine Sache auf jeden Fall. Gruck, der Quäler, ist ein Brecher sogar. Wird interessant, interessant. Auf jeden Fall, Quäler, ja. Ich finde aber, ich muss echt mal ohne Scheiß sagen, Quäler sind, wir hatten jetzt schon ein paar Quäler gehabt, aber ich finde es krass, dass die trotzdem immer noch relativ selten sind. Und ich finde es super so. So muss ich echt sagen, finde ich super. Dann haben wir einmal Nakra, die Blitzklinge. Den kenne ich. Den kenne ich aus den Online-Eroberungen. Ja, den kennt man. Den kennt man, ja. Nicht so dolle. Ah, Karo Rüstmeister. Ist das ein Nekromant? Ja, geil, geil. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deshalb sage ich jetzt mal eher weniger. Krakhorn der Hand. Okay, nice one. Fluch, epische Eigenschaft, okay. Sun, die Flamme des Krieges. Cooler Org. Sun, die Flamme des Krieges. Ich finde das so krass. Krass, dieser. Das war mal ein blauer, ne? Geil. Vom, ja, ja, das war mal ein blauer. Nice. Wenn der jetzt auch noch. Das wäre halt. Das wäre jetzt. Also, man muss schon wirklich sagen, es wäre zu geil, wenn der jetzt hier noch. Ich sag jetzt mal. Man will jetzt ja viel wissen, aber wenn es Köder, noch Köder dabei hätten, es wäre schon geil. Dann haben wir noch Boot Ladenhüter. Wow. Okay. Nicht übel. Ist mir der schon mal unter die Nase? Ich glaube schon. Ich glaube. Aber ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Akaro, der Champion von Gorgoroth. Okay, nice. Nice. Jo. Kann man machen, auf jeden Fall. So aus dem Bauch heraus glaube ich, dass ich manche sogar kenne aus den Online-Eroberungen. Aber ich würde jetzt echt nicht hingehen und sagen, das ist eine reine Online-Eroberungs-Uruk-Festung, ja. Was jetzt natürlich jetzt nicht so gut wäre, weil manche kenne ich einfach nicht von denen. Gut, Nakra Blitzklinge, ja, doch, kennt man schon. Den Rüstmeister, ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber ich würde jetzt echt nicht so mit dem Finger drauf. Aber wir gucken uns mal an. Let's go. So, was haben wir hier? So, jetzt als allererstes möchte ich natürlich erstmal mir mal die Armee generell angucken. Das ist so das allererste, was wir ja so machen, ne? Gucken wir uns erstmal die Armee an. So, mal erstmal hier gucken. So, was haben wir denn da? So, erstmal hier drüben. Taz Stahlbart. Geile Sache. Der hat den Körper von der Flamme des Krieges. Oder beziehungsweise von einem geschmolzenen. Heißt aber trotzdem Stahlbart, hat aber keinen Stahlbart. Ja, der muss also. Also. Wie das funktioniert hat, würde mich jetzt mal ganz ehrlich interessieren. Das ist eine geile, coole Uruk auf jeden Fall. Nakra, die Blitzklinge. Astamo, der Eisberg. Ja, nice. Kein Eisberg, den ich kenne. Sau gut. Gefällt mir auf jeden Fall richtig nice, sieht cool aus, auf jeden Fall sehr cool, sehr sehr nice. Krakhorn der Hand hat Credits, gehen raus, wirklich für den Uruk Credits gehen raus. Warum? Erstens ist es ein Gespenst, finde ich persönlich richtig nice, und ohne Scheiß mit der Knochenrüstung Bombe, richtig geil, richtig cool. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare. Also das ist bis jetzt, also der andere war schon cool, aber der sieht richtig nice aus. Erstens, ich bin auch gerade auf der Suche nach möglichst vielen Knochen, also Uruks, die so eine Knochenrüstung haben, ohne Scheiß, weil die werden immer seltener, finde ich. Die sieht man immer seltener, diese Knochenrüstung, jetzt mal abgesehen vom Todesknochen, aber so generell, diese Rüstung ist eine geile Sache und cool, einfach nur cool. Sehr nice. Ich freue mich auf jeden Fall, mit dem mich zu unterhalten. Das ist Natsukuga, die Blutaxt. Den brauche ich nicht anzusprechen, aber es ist noch in einem verhältnismäßig ganz normalen Bereich. Aber lass den auch weg. Lass den auch weg. Besonders aus dem Grund, weil den hat beinahe jeder mittlerweile, ja. Also der ist nichts Besonderes mehr, auch wenn er eine Blutaxt ist. Das ist leider so. Was haben wir hier? Einen Wächter von Mordor.
Sehr geil, sehr, sehr cool. Kann man viel mitmachen, auch für die Creators, finde ich. So einen mit denen hier zu arbeiten, mit den Wächtern von Mordor, kann man auf jeden Fall eine schöne Festung designen. Ich persönlich habe da auch schon was im Kopf. Was haben wir hier noch? Gash, der Zerstörte. Der hat auch ein bisschen zu viel abgekriegt. Also, das ist wirklich eine arme Sau. Das muss man mal ganz ehrlich an der Stelle sagen. Der sieht schon nicht gut aus. Also, der sieht schon extrem scheiße aus. Dann ist er verrückt und hat auch noch eine Axt im Schädel. Vielleicht, wenn man ihm die Axt rauszieht, vielleicht wird er dann wieder normal. Keine Ahnung. Aber das ist auch nice. Das ist auch eine coole Sache. Ohne Scheiß. Sieht richtig nice aus. Also, das ist wirklich das Sinnbild von einem Opfer. Wenn man es mal genau nimmt. Ohne Scheiß. Also, an dem hat er sich richtig ausgelassen. Ohne Scheiß, richtig geil. So, gucken wir mal weiter. Uschak der Fliegen. Nice. Nice. Einfach nice. Der Fliegen. Sehr selten, also wirklich selten. Nicht unglaublich, doch, doch. Also was heißt unglaublich selten? Also es sind wirklich seltene Uruks. Das ist wirklich ein Sinnbild für seltene Uruks. Sehr geil. Ich freue mich drauf, mit dem zu schwätzen. Ohne Scheiß. Was haben wir hier noch? Bubol, der Unreine. Ah, schön. Ein Unreine noch dazu. Den Bubol reingepackt. Nice, nice. Schicke Sache auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Was haben wir hier noch? Hier unten haben wir einmal eine Verwüstung. Ja. Sind jetzt nicht so unbedingt selten, aber trotzdem nice. Kann man auf jeden Fall in so eine Wikingerfestung reinpacken. Und einen Steinstock. Cool. Ja, auch cool. Ich freue mich schon zu sehen, was es hier noch in der Festung gibt. Was ist denn hier noch? Ah, wir haben hier noch einen Seuchenbringer mit am Start. Ja, die Seuchenbringer. Also der ist auch ein außergewöhnlich hässliches Exemplar. Aber man muss natürlich sagen, die Seuchenbringer sind halt. Wir hatten halt schon relativ viele Festungen des Giftes, sage ich jetzt mal. Oder wo Seuche das Oberthema war. Und, oh cool, und ein Ertrunkener ist auch dabei. Geile Sache. Sehr cool. Sehr, sehr geil. Ja, denke ich, können wir auch direkt loslegen. Ich merke auch gerade, ich habe keinen Leibwächter dabei. Na, das wird eine schöne Sache. Das wird eine schöne Scheiße gerade. Habe ich gerade gemerkt. Na super. Aber, ja, gut. Ich werde versuchen, heldenhaft zu kämpfen und nicht wie ein Feigling wieder, wieder abzufangen. Geil. Muss ich jetzt mal echt sagen, cool. Für meinen Geschmack, aber das kommt auch ganz eindeutig daher, wir relativ, also es sind anderen oder statt Nakra der Blitzklinge, in anderen Uruk, sage ich jetzt mal, eine andere Blitzklinge oder eine andere Blutaxt reingemacht hätte, das wäre natürlich noch mal besser gewesen, ne? Fände ich persönlich, ne? Hätte ich jetzt noch mal besser gefunden, ganz einfach um den, weil halt durch diese Online-Eroberungen sind halt teilweise, sind halt wirklich diese Uruks halt so, ich fange schon wieder an, aber es ist einfach so, wie ich sage, die sind halt wirklich sehr, 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 sehr verbreitet und es stimmt auch, viele haben keinen Bock dann halt darauf, sich halt stundenlang dahin zu setzen. Um dann wirklich richtig Uruks zu farmen. Ne? Also das ist schon eine schwierige Angelegenheit, ohne Kack. Ich mir überlege, also das Einzige, was ich wirklich zustande gebracht habe, jemals sind... Oh, geil, der Eisberg. Der sieht gut aus. Der sieht, also was heißt gut, der sieht halt extrem hässlich aus, aber ich finde den cool, ohne Scheiß. Der sieht richtig massig aus. Nice. Ein Barmherzigen, den müssen wir umbringen. Wir haben hier keinen Platz für Samariter. Oh, scheiße. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Was wollte ich denn jetzt gerade nochmal sagen? Boah, scheiße, jetzt krieg ich Saures. Genau, was ich jemals zustande gebracht habe, waren vielleicht maximal so ein paar... What the fuck, den bringt der da hinten um. Ah, die Blitzklinge, okay. Waren, glaube ich, so Tipp 2 Uruks. Und wie ich das gemacht habe, das ist ganz einfach kurz mal so gesagt. Yo!
Das ist ein schöner Kill, Claudio, den wollte ich schon bringen. Ich habe halt wirklich unter vielen Uruks musste ich tatsächlich, war es halt häufig so, ich musste immer wieder neu anfangen, um einen Uruk zu finden, der wirklich die, ich sage jetzt mal auch diese geistige Stabilität hat, dass ihr den häufig beschämen könnt und gleichzeitig euch auch immer so töten lasst von dem, ja. Ich habe die halt versucht, immer mit anderen Angriffstaktiken anzugreifen, ein bisschen zu ärgern, sage ich jetzt mal, mit Grauks oder mit Spinnen oder weiß der Geier noch was. Sag mal, scheiß Bogenschützen. Aber ich sag's mal so, ein wirkliches Erfolgsrezept, also oder auch sagen kann, okay, so geht's auf jeden Fall und so kriegt ihr so 100% die, gibt's nie. Also gibt's wirklich nie. Da muss man wirklich schon ein Meister der Engine sein. Und das in meinen Augen unglaublich schwer. Vor allen Dingen, man muss erstmal die Zeit dafür besitzen, ne? Ich erinnere mich, ich habe jetzt bei dem geil, mit dem wollte ich vielleicht nochmal schwätzen. Ihr Schweinehunde. Wer ist denn jetzt schon wieder tot? Wollt ihr mich verarschen? Ey, weißt du was? Kannst mich mal hin herumheben. Ganz ehrlich. Hört mich mal. Vorsicht, Eisberg voraus. Ja, aber den. Ach komm, den holen wir jetzt zu schnell zurück. Ja, ja, schön. Worauf ich in letzter Zeit ziemlich schwöre, ist. Also ich möchte ja selbst auch Festung machen. Ich sag auch die ganze Zeit, irgendwann schaffe ich es, die Festung zu machen. Oh, hey, hi. Bringt dir nichts. Jetzt musst du richtig gegen mich kämpfen. Bist du dir da ganz sicher? Sind wir uns da ganz sicher, dass du das musst? Smoke? Ha! Dazu hast du nicht das Zeug. Glaubst du es? Wollen wir wetten? Ich wäre mir da nicht so überzeugt. Nice one. So, jetzt habe ich wenigstens mal zwischendurch mal einen umgebracht. Ich tue ganz schön auf die Offline-Eroberung mittlerweile setzen. Weil viele Uruks kriegt man da. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da einer dabei ist, den man gebrauchen kann, die steigt dadurch dann natürlich, ne? Ist doch, was du wolltest, oder? Würdige es. Genieße es. Alter, das ist so. Stopf es in den Schrein! Es schmeckt scheiße, aber du musst es fressen. Aber der hat schon irgendwo recht. Ich bin schon ein bisschen blutrünstig. Ja. Wer zum Teufel ist jetzt schon wieder... Ach, wer ist denn das? Okay, du feige Sau, du bist außerhalb der. Das mache ich jetzt nicht, der kann mich mal. Glaub's hackt, ey. Flieht und dann umbringen lassen. Ja. Natskugel die Blutaxt. Das ist die Hand. Boah, wenn der das sagt und der die Augen so richtig aufspreizt. Wie. Der hat richtig Lust da drauf. Das Gespenst will ich haben. Ich will das Gespenst. Ich will das Gespenst. Das Gespenst, Gespenst, Gespenst. Gespenst, 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 Gespenst. Nee, das ist die Blutaxt. Willst du dich also wirklich mit meinem Herrn anlegen? Leg dich stattdessen in dein Grab. Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, wie diese Wortkombination funktioniert. Ich zeige euch jetzt mal gleich, was hier Phase ist. Hawk, ich brauche mal hier ein paar Tote, bitte. Bitte bring mal hier jemand um, das wäre sehr nett. Dankeschön. So ist der stets auf der Hut. Was soll denn der Dreck? So. Nun mach schon. Töte mich einfach. Und du liebst es, nicht wahr? Ihr Menschen denkt, ihr seid besser als wir.
Das ist schon, man muss es ganz ehrlich mal sagen, das ist schon tiefgründig, wie weit der gedacht hat. Man muss auch mal eine Sache mal echt sagen, die nach dem Fall von Sauron war es ja tatsächlich so, dass die Orks ganz schön auf den Sack gekriegt haben, aber ordentlich. Die sind ja teilweise wirklich gejagt worden danach. Ich meine, gut, das ist ja auch das, das ist halt das meisterhafte Volk in Mittelerde. Deine Elbenteufelei ist ein ekliger Fluch für Mordor. Sieh nur, was sie mir angetan haben. Dafür wirst du bezahlen. Ich kann ja nichts dafür, also du warst vorher auch nicht hübscher. Also. Warum hast du es denn nicht bei unserem ersten Treffen so beendet? Du hättest mir die schmerzhafte Verderbnis deiner Elbenteufelei erspart. Haha, nice. Darauf, auf sowas, muss ich ja echt sagen, das ist geil. Und besonders mit dieser Rüstung, das ist... Perfekto. Wirklich. Das finde ich... Aber auch ein Schlag, ey. Wahnsinn. Der hat ihm ordentlich eine mitgegeben. Was ist denn das für einer? Oh, auch ein Wiedergänger. Nice. Dir einfach ab und stopfen ihn dir dann in den Hals. Ah ja, und dir hat man anscheinend das Brotmesser in den Kopf gesteckt, ey. Ohne Scheiß, da wurde echt das Brotmesser in den Schädel reingesteckt. Nichts ist gewonnen, Waldläufer. Der dunkle Herrscher bestraft dich. Er wird alle Menschen bestrafen. Okay. So geil im Stück, da so ein Oschi an Messer im Schädel, das bis runter zum Gehirn reicht, aber der so, ah ja. Was soll's, ne? Was soll's? Das ist auch der, wo auf den ich es abgesehen habe, mit dem ich reden wollte, mit dem ich unbedingt eigentlich auch reden wollte. Egal, ich möchte jetzt wissen, was der mir zu sagen hat. Du kannst mir nichts tun. Kein Mensch bezwingt mich. Das ist echt krass. Wie zum Teufel soll das gehen? Der ist doch, dass der immer noch ein Stahlbart ist. Der müsste eigentlich den Titel doch verloren haben, dadurch, dass er halt nicht mehr den markanten Helm trägt. Jetzt muss ich erstmal hier dafür sorgen, dass wieder ein paar meiner Krieger wieder zurückkehren. Wieso zum... So, jetzt geht's. Moment. Da kriegt einer auch seine Schelle, ne? Bronk, bring ihn um. Worauf wartest du noch? Es geht ganz schnell. Warte mal kurz. Ich möchte mal kurz den Orlok haben. Als neues Reittier. Attacke! Yeeha! Jetzt kippt's auf die Schnauze. Werden. Der Länge nach oder einfach quer? Ich bevorzuge es, in kleine Würfel zerhackt zu werden. Bitte, danke. Wie möchtest du es denn gerne? Feine Häppchen? Kopf muss rollen. Hast du je genug? Puh, das könnte man jetzt... Das ist eine gute Frage, ey. Ich meine... Wir haben ja schon über 2500 tatsächlich Uruk-Hauptmänner getötet. Das ist schon eine ganz gewaltige Anzahl, ne? Ey Mann! Die mit ihren scheiß Feuerdingern. Normalerweise sollten wir doch Feuer nichts anhaben. Ah, der Wichtige lebt noch. Hawk. Sehr gut. Sag mal, die können nie treffen, außer dann, wenn ich kurz dabei bin, meine Kollegen hier zurückzuholen. Was soll denn der Scheiß, ey? Unfähiges Pack. So, jetzt. Und wie sind die jetzt schon wieder da drin? Bitte. Ah. Immer der Verwüstung folgen, dann finden wir den Weg, ne?
Hä? What the fuck? Klopstock, komm her. Du glaubst, du bist stark. Du weißt nichts über Stärke. Ich zeige dir Stärke. Okay. Schön. Oh, scheiße. Ja gut, der hat uns fast natürlich aufgeschlitzt, ne? Was zum... Setz diese winzigen Arme ein. Wer weiß, vielleicht hinterlässt du einen Kratzer. Der hat gerade Talion aufs Übelste als Lauch bezeichnet. So. Das töten wir erstmal ein. Das letzte Wort ist doch nicht gesprochen, Abschaum. Für dich schon. Und zwar jetzt. Jetzt bitte ich um Ruhe. Einmal eiskalt den Arm abgehackt. Mut zu Kartenhüter, du warst mir immer treu ergeben im Leben wie jetzt auch im Tod. Nur im Tod lässt du ganz schön stark zu wünschen übrig. Stimmt ja, den hat ja damals Sock, der Berserkermeister, hat ihn, glaube ich, gekillt, ne? Ja. Und Sock wurde dann am Ende von Stakuga gekillt. Ha, so schließt sich der Kreis. Naja. Nix, jam, jam. Wisst ihr, was ich mir eine Zeit lang überlege ist, und da könnte tatsächlich auch mal die Community vielleicht mal was dazu sagen. Ich überlege mir eine Festung zu machen. Eine Festung, jetzt mit dem unglaublich gruseligen Namen, passt mal auf, Zahnarzt. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Zum Beispiel würde ich ihr könnt ja gerne auch ein paar Ideen habe ich schon. Und mich würde es aber mal interessieren, wie ihr da rangehen würdet, weil ich finde, das ist, kommt. Ich wollte dich längst töten. War nur ziemlich beschäftigt. Okay, du übergroße, hässliche Schildkröte. Es sind bis jetzt, 4 Ideen. Ich würde es tatsächlich zu einer Standpunkt-Themenfestung machen, weil es sich anbietet hierbei. Weil es sich dabei um Themen handelt, die halt ziemlich... Boah, wie soll ich sagen? Die kann man gut auseinanderhalten. Jo, läuft. Der hat ihm einfach mal ordentlich eine mitgegeben. Oh ja, geil. Das sind die. Krass. Ach, das sind sogar die Jungs. Mit denen muss ich natürlich reden, ne? Oh, shit. Die sehen ja fast identisch aus. Die sind identisch hässlich. Und ich habe wieder mal kein Leben. Geil, und ich tue im Slow-Motion-Modus, tue ich jetzt hier ein Salto machen. Läuft. Nee, oder? Oh, scheiße. Nein. Kacke. Während ich gerade am Scheiße schwätzen war, ich wurde gekillt. Okay. Meine Lieben, das kommt halt auch mal vor, ne? Man sieht's, die Macht der Meuchler darf man nicht unterschätzen. Scheiße gelaufen, ne? Scheiße gelaufen. Also meine hohe Achtung dafür. Ich war halt gerade total im Redefluss drin, muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Gut. Mein Respekt. Vielleicht greife ich die Festung noch einmal an oder auch nicht. Keine Ahnung. Schade, dass ich nicht mit dem Quäler gesprochen habe. An sich muss ich aber sagen, die interessantesten Uruks hatten wir jetzt auch gesehen, finde ich. Hat auch Spaß gemacht, die Festung, ganz ehrlich mal. Ein paar kleine Verbesserungstipps. Weggehen von den Online-Eroberungs-Uruks, du hast genug, und ich glaube, der Creator hier hat auch wirklich das Zeug dazu, wirklich richtig gute Festungen zu machen, ja, weil was ich hier da auch so gesehen habe, so diese teilweise Uruks, die da teilweise aufgetaucht sind, zum Beispiel der Zerstörte, der sah mega geil aus, ja, dann hatten wir hier Steinstock drin, das ist auch eine coole Sache, die Unreinen und der Fliegentyp da, das ist eine coole Sache. Weiter so, und der Stahlbart natürlich auch. So weitermachen, das Gespenst, Hammer. Und ja, das wäre so mein Fazit am Ende zu der Festung. Und auch guter Einsatz mit den Meuchlern. Ja.
Die haben gut gepasst dort, auch vor allen Dingen in der Ecke dort. Ich habe das doch gar nicht richtig mitgekriegt. Also ich war schon so der Sieg war greifender, aber ich habe es leider nicht gepackt. So, ihr könnt auch mal gerne schreiben in den Kommentaren, was ihr so in einer Zahnarztfestung so reintun würdet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne über Discord schreiben. Unten in der Beschreibung ist es verlinkt, der Discord-Server, der gemacht wurde. Grüße gehen raus. Und wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt einen geilen Tag und bis dann. Haut rein, macht's gut.